Glück auf, Freunde. Ja, wir sind hier noch immer in den Tunneln unterwegs. Ist ein bisschen dunkel, wir haben jetzt alles gefunden, also können wir hier eigentlich auch raus. Ich weiß noch nicht, ob ich nochmal rausfinde, weil hier ist alles so labyrinthmäßig. Aber ich folge einfach dem blauen Punkt, wird schon stimmen. Und hier war doch, glaube ich, der Ausgang. Ne, ja, das sieht gut aus. Ich finde nach draußen und finde das Schild. Da wird sich Gadgesh aber ganz schön freuen, du. Ich komme! Ah! Standort markieren. Ödland-Mission abgeschlossen. Zeichen der Götter. Ich habe keine Ahnung, was Gadgeshs Anhänger mit diesem Stück Metall anfangen können. Wenigstens habe ich dafür eine ordentliche Menge Schrott gekriegt. Dem Inventar wurden 200 Stücke Schrott hinzugefügt. Na, lecker, lecker. Can't call for him now. Ja, ich habe den doch schon gerufen. Hier ist er doch auch. Aber eigentlich war das unsinnig, weil ich will ja sowieso schnellstmöglich in eine Festung zurück. Weil ich brauche Munition. Und ohne Munition bin ich halt einfach aufgeschmissen, weil ich hätte echt mal wieder Lust, ein paar Kolonnen zu jagen. Aber Kolonnen jagen macht natürlich erst dann richtig Spaß. Wenn es abgeht vom Feinsten und so. Sprich, wenn man richtig Munition hat, um den Feinden diese an den Latz zu klöppeln. Zack. Kriege ich mein Auto, das wäre sehr nett. So, und jetzt würde ich gerne erstmal in die Werkstatt schauen. Ob wir nicht rein eventuell hier bessere Gardonis machen können. Verringere die Bedrohung auf Stufe 2 im Hoheitsgebiet von Deep Fryer. Okay. Kann ich dann hier irgendwas machen? Baue ich halt einen neuen Auspuff ein, warum auch nicht? Was mache ich noch? Können wir bei Felgen noch was Schönes machen hier? 1800. Ihr könnt mich mal. Na, dann halt nicht. Gut, wo sind wir und was gibt es zu tun? Also zum einen gibt es hier diese schön großen Kolonnenrouten. Zum anderen ja auch die Aufgabe hier mit dem Lager. Aber ich würde jetzt eigentlich wirklich ganz gerne mal hier so ein bisschen Kolonnenjagd spielen. Munition haben wir ja genug. So, schönen guten Tag, Kolonnenroute. Oh, was haben wir denn hier noch Feines? Haben wir irgendwas zu tun? Ich bin aber zu blöd ranzukommen. Ui! So, was hast denn du zu bieten, hä? Red mit mir. A grand deed, warrior. But we stand in peril still. The attackers have many more of those cursed fire lovers hidden away around here. Please do destroy them. Please save us once more. Gut, also noch mehr von den Schussanlagen hier vernichten. Das kann man natürlich gerne machen. Zerstöre alle Katapulte von Stankgum, die in der Totenlehre zu finden sind. Sieh mal einen an. Ich kümmere mich. Ich weiß. Lass mich bitte in Ruhe. Ich muss mich kondensieren hier, ja? Ich kondensiere mich jetzt. Und dann tropfe ich von der Decke. Eine Botschaft für euch. Entschuldige bitte, aber du warst auch einfach wirklich im Weg, das musst du zugeben. Wenigstens habe ich irgendwas getroffen. Wenn es auch nicht unbedingt das gewünschte Ziel war. Oh, shit.
Ich komme, Konvoi. Was ist das? Entschuldige, habe ich euch beide ruiniert? Das tut mir aber leid. Gut, jetzt schnappen wir uns hier den letzten Kerl. Ah, Schnippermann. Wie der Schnipper schnippern kann, wenn der Schnipper schnippert schnippt. Oder so. Bleib sofort stehen, du Luder! Der hält aber auch was aus, ne? Aber das gibt's doch nicht. Ich krieg den nicht. Bleiben Sie stehen, bitte, ja? Und jetzt! Boah, oh, das hat ihn gar nicht gejuckt. Wow! Ja! Was willst du? So läuft das bei mir. Oh, guck mal, was haben wir denn da entdeckt? Also jetzt hole ich mir erstmal die komische Figur. Was ist denn das diesmal eigentlich? Oh, du Luder. Oh, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Habt ihr sie noch alle? Das ist gefährlich, was ihr tut. Lasst mich. Ja, danke. Ah, den kriege ich nicht. Ha! Will ich nicht haben. Jetzt habe ich dich. Würdest du mir helfen, hier abzuhauen? Das wäre mega nett. Gute Nacht. Gut, wo fahren wir jetzt hin? Oh, wir fahren mal hier rüber. Und gute Nacht. Da saß zwar keiner mehr drin, aber das Auto war mir trotzdem Dorn im Auge. Einfach weil es ein gegnerisches Auto war und ich will, dass ich das tollste Auto habe. Deshalb darf es keine anderen Autos mehr geben und überhaupt. So. Ach, schönen guten Tag. Ich habe gehört, du hast Schrott für mich. Ja, schönen Dank. But I know you left some of them sick pups down there still sucking air. You go down again, and there's plenty of loot for you. Schleimtunnel, muss ich schon wieder in diese widerlichen Tunnel oder was? Besuche erneut die Kanalisation und stelle sicher, dass sie geleert und gesäubert wurde, okay? Findet den versteckten Vorrat in der Gegend. Na, sowas. Bin ich denn das letzte Mal eigentlich da reingekommen? Ach ja, von hier aus. Genau. Versteckter Vorrat. Na gut. Wollen wir doch mal gucken, wo die hier versucht haben, was vor mir zu verstecken. Hoppala, wo bin ich? Ich bin hier schon richtig. Ich habe mich nur wieder mal verlaufen. Was ich sehr gut kann. So, versteckter Vorrat. Du sollst dich hier hinten verstecken, habe ich gehört.
bin jetzt ernsthaft deshalb wieder hier runtergekommen. Sehe ich das gerade richtig? Ich meine, ob sich das gelohnt hat, ist jetzt eine andere Sache, ne? Aber es war auf jeden Fall recht spannend. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich will hier weg. So, und irgendwo hier hinten war dann, glaube ich, der Ausgang. Ich hoffe es zumindest, denn ich will hier wirklich raus. Ich mag dunkle, beengende Tunnel nicht. Die sind mir zu gruselig. Juhu, Tageslicht. Lass mich rein. So, was machen wir jetzt? Hier gibt es noch so viel zu sammeln. Hier ist zum Beispiel noch eine schöne Sammelstation. Die könnten wir noch ein bisschen aufräumen. Hoppala. Vorwärts Marsch. Ich trete den in den Arsch. Und will eine Ladung Hasch oder so. Also auf Sand bist du echt nicht zu gebrauchen, Auto. Weißt du das? Was ist denn das hier mitten in der Wüste? Der hat hier ein kleines Buffet gemacht oder was? Oh, das ist aber eigentlich ganz gut. Weil aktuell muss ich zugeben, dass ich ganz schön tot bin. Lecker. Eine Portion Magen aus dem Bauch einer Leiche. Das reinste Buffet, aber inzwischen habe ich mich total dran gewöhnt. Ah, halt. So haben wir nicht gewettet. Wenn es hier unten was zu sammeln gibt, dann bleibe ich natürlich hier. Du hast einen Arsch offen, mehr hast du nicht. Au! So, hast du auch noch einen rangekriegt, da sind wir alle froh. Nanu, zweimal Schrott. Wollt ihr was von mir verstecken? Könnt ihr vergessen. Ich darf doch wieder einsteigen, oder? So, Rückwärtsgang und ab dafür. Auf zum nächsten Sammelpünktchen. Denn wir sammeln uns heute die Wampe gelb. Meine Wampe färbe ich jeden Tag anders. Mal habe ich sie mir grün, dann wieder rot und überhaupt. Ich mag meine Wampe. Meine Wampe und ich sind beste Freunde. Außer wenn ich was Falsches esse, dann findet die Wampe das zum Kotzen. Hui. Ich darf doch mal rückwärts. Oh, ah, mein Auto brennt. Ich brenne, alles brennt. So war das jetzt nicht geplant. So. Verbrennende Autos mitten in der Wüste. Dann gibt es hier noch eine Schrottanlage. Muss man durch das brennende Etwas durchfahren. Aha. Geht mit dir ab. You real? You busted the jaw. They said it couldn't be done. I was too close to the ruckus. I am all but reproachful now. Whoever you are, please tell her to Pinka. Rocket bottle fell. Doing me work for her. For us all. Ein wenig kaputt. Bringe Pink Eye die Informationen. Ja, die kriegt sie nachher gleich. Ich mache nämlich vorher hier noch das Sammelstadt schön schön. Das ist hier ganz in der Nähe. Das lasse ich doch nicht einfach zurück. Mit Krawall rein!
So sichert man sich Parkplätze. Oh, 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 oh. Oh, 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 das Lager hier in der Nähe ist ganz schön böse. Boah, shit. Boah. Oh, shit. Boah. Ich will hier weg. Doch. Hilfe. Ah, ah, ich brenne. Ah, jetzt tu doch was. Thomas! Was geht hier vor sich? Hilfe, ich komme hier nicht weg. Oh. Okay, das war spannend. Das hat mir gefallen. Das war schön. Das hat Freude gemacht. Ah. Haben sie mich voll zerbombt, die Schweine. Ich hatte ja gar keine Chance mehr, in mein Auto reinzukommen, mein lieber Scholli. Na, jetzt kannst du aber auch mal ein bisschen schneller laden, oder was? Hier, hör mal. Oh, ich bin hier gerade im Lager gelandet. Ja, das ist ja spannend. Da muss ich jetzt irgendwie zu der Pink Eye hoch und muss der Bescheid geben, würde ich mal behaupten. Dass Rocket Bottle voll versagt hat, weil die ist jämmerlich verreckt und überhaupt. Kann ich dir das überhaupt sagen, oder wie? Nee, aktuell nicht. Auch nicht schlecht. Muss ich die Halbverreckende jetzt nochmal aufsuchen, oder wie? Weil irgendwie stimme ich schon total kaputt. Halt die Klappe, sonst murks ich dich ab, du Drecksau. Ich hab dir das Leben gerettet. Glaub ja, wo es hackt. So, ja, wo wollen wir denn hin? Ja, wo können wir denn hin? Hier ist noch eine Vogelscheuche, das könnten wir zum Beispiel machen. Okay, wenn du das sagst, wird's schon stimmen. Und abwärts. Wow. Halt doch die Klappe. Hab nicht immer so eine Angst. Ich bin bei dir. Es wird dir nichts geschehen. Zumindest solange ich will, dass dir nichts geschieht. Also mach mich besser nicht wütend. Komm ich denn da oben ran, hör mal. Vielleicht doch eher von... Ah, alles klar, hab's gefunden. War jetzt auch ganz schwer zu finden. Ist das eine Abkürzung? Naja, mehr oder weniger. Aber das kriegen wir trotzdem gebacken. Halt dich fest, mein Freund. Oh, shit. Oh. Ist das euer Ernst? Der halbe Meter, der mir doch gefehlt hat. Und dafür muss ich jetzt hier wieder zurückfahren. Also ihr seid mir ja ein paar Herzchen. Es wird euch noch leid tun. Ja. So, au, 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 au. Nicht mit Innereien nach mir werfen, blöde Vogelscheuche. Ah, wir waren hier unten noch gar nicht fertig. Ah, nee, das ist ein anderes. Was sagst du? Ich höre nur komisches Gefasel. Ah, weg hier. So. Alles ruhig, alles geklärt, alles geregelt. Und ich nehme ja mit, was mir gehört. Hier drin gibt es noch eine Reliktiki. Eine Reliktiki, auch nicht schlecht. Hierhin musst du gehen, wenn du ein AK haben willst, das man unmöglich zurückverfolgen kann. Frag einfach nach Sächer. Das Passwort sollte Marshmallows lauten, sofern sie es nicht geändert haben, seit ich dort war. Wenn doch, solltest du langsam weggehen, sonst knallen die dich ab. Wenn das Passwort funktioniert, sag ihnen, Sarge Roybens hat dich geschickt. Dann bieten sie dir einen guten Deal, auch fürs Munition, auch für Munition, Sarge. Gut, ja. Lesen muss gelernt sein, Peter.
Welcher Idiot? Oh, du bist so blöd. Also so dumm fahre ja selbst ich nicht. Und ich fahre schon wirklich dumm. Aber ich danke dir trotzdem für den Schrott. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich den ruhig mitnehmen. Sag mal, mir fehlt hier irgendwo noch ein bisschen Schrott. Weiß einer, wie das sein kann hier? Das gehört sich nicht, dass hier Schrott fehlt. Sollte ich echt zu blöd sein, den Schrott zu finden? Ist doch Schrott, oder? Ja. Oh, du Sau. Schlag mir nicht ins Gesicht, wenn ich Schrott suche. Ich glaube ja wohl, es hackt oder weh hier. Hör mal. Verschwinde. So kann das natürlich sein. Hört mal bitte auf, mich hier alle aufzuhalten, ja? Ey! So, der Peter, der hat es nämlich mal wieder voll erkannt, wie das Ganze hier funktioniert. Oder ist ja immer das Gleiche. Keiner lässt mich mal was fertig machen. Also ich glaube ja wohl, jetzt hackt's gleich. Es wäre doch wohl gelacht, wenn ich dieses Stück schrottisches Schrott nicht krieg. So. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Weil wir das so gut können. Vorsichtig, Tür. Mach auf die Kiste. Haben will. Und erledigt. Und jetzt geht's zurück in die Festung, wo wir das Spiel speichern und uns verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.